Ja, guten Morgen. Ich bin ein verlorener, vergessener, trauriger Schatten. Und willkommen zu einer neuen Folge The Longing. Es ist, wie ihr seht, ein Tag vergangen bis jetzt. Und es ist nicht wirklich viel passiert. Aber wir gehen mal wieder auf Erkundungstour, denn wir wollen ja, wie beim letzten Mal festgestellt, da können wir was aufheben. Hebe es auf. Wir brauchen irgendwie sowas wie eine Pickaxe, Werkzeuge oder irgendwie sowas. Und das wollen wir jetzt natürlich mal in Angriff nehmen. Mal so ein bisschen gucken, ne? Was wir heute so Tolles erleben können hier in dieser Höhle des Vergessens. Deswegen, es wird ein langer Weg. Wer braucht ja lange, um die Treppen hochzugehen? Am besten ihr holt euch schon mal einen Kaffee. Es wird eine lange Folge. Ich habe mir so nebenbei ein paar Chips geholt. Also es wird mega entspannt, muss ich mal sagen. Eigentlich kann man währenddessen, er hier die ganze Zeit hoch hin und her läuft, einfach über Gott und die Welt philosophieren. Aber man muss es nicht tun. So, gucken wir mal, wo wir jetzt nächstes hin sind. Also gehen wir hier hoch. Also diese Höhle, die wir hier ablaufen, die soll riesig sein, dass man das wirklich nicht schafft, innerhalb der 400 Tage alles zu erkunden. Also, wenn ihr Bock auf solche Erkundungsspiele habt, wo es eigentlich darum geht, wie kommt man wann wohin, ohne dass man jetzt groß Gegner oder sowas hat, wo es einfach wirklich nur um das Rätseln und das Erkunden geht, dann kann ich euch dieses Spiel echt sehr ans Herz legen. Sollte es euch zulegen. Es ist auch nicht sehr teuer, aber es ist sogar momentan im eShop im Angebot. Und ich glaube, es gibt das sogar auch für PC. So, jetzt ist das große Rätsel. Wie sind wir das letzte Mal? Oh, guck mal, da kommen wir gar nicht hoch. Die Treppe, die ist kaputt. Dann gehen wir oben einmal rum. Ich glaube, wir sind nämlich über die rechte Tür zu der Schatzkammer gekommen. Und an der Schatzkammer war das auch irgendwie so, dass wir doch dort in diese Mine gegangen oder gekommen sind. Glaube ich zumindest. So, da hoch. Weil ich würde gerne, guck mal, hacken, man kann diese Kristalle abbauen. Wenn wir die noch in unserer Wohnung anbringen könnten, wie geil wäre das denn? Aber das ist so ein Ziel, was ich haben möchte, dass er wenigstens ein schickes Haus hat. Und sich da nicht so ein bisschen, ja, das ist schon die halbe Miete, sag ich mal, wenn man alleine ist. Aber wenn es wenigstens bei sich zu Hause gerne sein mag und nicht so eine Bruchbude hat. Ich glaube, hier sind wir in den Tresorraum gekommen. Ja, guck mal. Jetzt die Frage, wie sind wir vom Tresorraum zu diesem einen Bereich. Wir haben die, glaube ich, die Spitzhacke in der letzten Folge auch schon gesehen. Aber wir konnten da, glaube ich, irgendwie nicht hin. War das nicht so? Aber wie sind wir da hingekommen? War das hier jetzt? Rechts? Geradeaus weiter? Ich glaube, ich sollte mir da einfach mal diese Wege mitzeichnen. Bin da so ein bisschen unsicher, aber ich glaube, hier unten waren wir noch nicht. Deswegen erkunden wir das jetzt mal. Das ist ja der Sinn des Spiels, dass wir alles erkunden. Dass man auch keine Angst hat, dass man irgendwie drauf geht oder so. Guck mal, hier waren wir da schon? Bin mir gerade nicht sicher, ob wir da schon waren.
Nee, ja doch, hier waren wir. Das ist genau der Raum, den ich meine. Und da sind wir letztes Mal oben lang gegangen. Manchmal höre ich wunderbare Melodien in meinem Kopf. Ja, dann will man zum Arzt gehen. Guck mal, da liegt irgendwas. Ein besonderer Feuerstein. Mit zwei kann ich zu Hause ein Feuer entfachen. Deswegen konnten wir kein Feuer machen. Eine Niederlage. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt bitter, ne? Gehen wir mal oben lang. Also die Spitzhacke kriegen wir später anscheinend, weil wir, glaube ich, da hoch müssen. Oder gehen wir mal hier lang. Da war das, glaube ich, mit dem Moos. Wenn wir jetzt so ein bisschen, ne? Wir laufen da so lang und dann kommt der Moos. Dann kommt natürlich wieder Kohle. Das ist ja wenigstens gut, dass wir das immer ein bisschen mehr kriegen, ne? Das ist dieser ganz enge Gang. Ja, guck mal, genau, das ist der Punkt, mit der, wo wir gleich runterspringen könnten. Und da ist die Spitzhacke. Dort unten wächst etwas Moos, ja. Okay. Dann würde ich sagen... suchen wir uns einen neuen Weg, den wir erkunden können, wenn wir da hinten schon nicht lang kommen. Ist jetzt natürlich bitter, dass wir die Spitzhacke gesehen haben, schon wieder. Und einfach nicht daran kommen und 14 Tage jetzt warten müssen, bevor wir überhaupt großartig weiter was irgendwas machen können. Nochmal Glück gehabt mit dem Aufheben. Wollen wir hier mal hochgehen? Obwohl... wollen wir da überhaupt hoch? Ach komm, wir gehen da mal hoch. Ich weiß nicht, waren wir hier vorne schon mal irgendwie? Bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Gehen wir mal nach unten. Oder wir könnten nach oben. Ich glaube, oben waren wir noch nicht. Gehen wir mal nach oben. So, kleiner Mann. Geh mal diese Treppen weiter nach oben.
Guck mal, hier waren wir noch nicht. Daran würde ich mich erinnern. Ist das ein See oder was ist das? Moos untersuchen, stand da eben. Hier wächst Moos, aber es ist noch nicht reif zur Ernte. Okay. Oh, ob wir das vielleicht... Plitsch, plitsch. Wenn wir das vielleicht abarbeiten können, können wir es dann vielleicht da bei dem einen runterwerfen, so? Und nicht reif zur Ernte. Ja, okay. So, was haben wir hier so Tolles? Im Raum betreten. Okay. Gehen wir mal nach unten. Das hier irgendwie... Hier ist so viel Moos. Warum können wir das noch nicht... Aha, was für ein Versagen. Ich denke, ich kann es schaffen, wenn ich warte, bis der Topf die Grube füllt. Ein Monat. Okay. Einen Monat. Also 30 Tage so um den Dreh, ne? Okay. Dann ist das bestimmt hier oben auch eine Sackgasse. Auch wenn es immer dunkler wird. Und immer grünlicher oder bläulicher. Okay, das ist eine Sackgasse. Dann gehen wir mal zurück. Ist jetzt so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Enttäuschend, ne? Dass wir jetzt schon auf die ganzen Sachen stoßen, die erst, weiß ich, viel, viel später... Oder ist das vielleicht sogar gut? Weil wer weiß, ab wann das... Schwäger, also wenn der Zeit-Countdown jetzt startet quasi und jetzt erst einen Monat, stell dir vor, man würde es gegen Ende erst finden, müsste dann noch einen Monat warten. Das wäre ein bisschen kacke. Na gut, wir strotzen da einfach mal in diese Richtung weiter. Und da oben scheint auch ein Weg lang zu gehen. Die Frage ist nur, wohin? Na guck, jetzt sind wir auf dem Weg hier oben. Gut, gehen wir mal hier durch die rechte Tür. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Sind wir jetzt nicht im Kartenraum? Das müsste doch jetzt hier der Gang sein, der zu dieser riesigen Karte führt, ne? Oder habe ich mir jetzt irgendwie wieder falsche Erinnerung?
Was ist das hier mit der Karte? Sag ich doch. Man sich den irgendwie einprägen kann. Irgendwie aufschreiben oder so. Okay, warten wir. Vielleicht müssen wir auch einfach nur davor stehen und warten. Bis er sich das eingeprägt hat. Vor allem diese Wörter wie krude, das nutzt man heutzutage doch gar nicht mehr. Okay, die Frage ist, wie lange müsste man davor jetzt warten? Kommt mir das jetzt so vor oder zoomt das von alleine so ein bisschen raus? Also ich drücke gerade nichts, nur mal so zur Info. Es wird doch kleiner, oder? Täuscht mich das? Nee, ich sage wirklich. Ich fange an, diese Einkerbungen zu verstehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich drücke mal nichts und warte einfach mal. Mal sehen, was passiert. Wie weit das jetzt noch rauszoomt. Da oben ist so eine coole Treppe. Da sollten wir vielleicht auch nochmal gleich mal hingehen. Das sind bestimmt jetzt alles nur die Räume angezeigt, die wir selber auch schon erkundet haben, denke ich mal. Obwohl, nee, das würde keinen Sinn ergeben, weil wir da oben ja noch nicht waren. Interessant. Was ist denn das alles da oben? Was wollen wir denn da wirklich da oben hin? Und da links, was ist das? Ah ne, das ist die Bibliothek anscheinend, die ja verschlossen ist. Ah, gut zu wissen. Das da oben sieht aus wie eine Mine. Und da links unten ist auch noch mal irgendwie so ein minenähnlicher Komplex. Dann sollten wir da vielleicht auch mal gucken, was das da links ist, da links unten. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und da rechts, das sind... Ich glaube, ich habe diese Einkerbung endlich entschlüsselt. Der Weg nach oben scheint lang und düster zu sein. Ja, wenn ich das da oben sehe, auf jeden Fall. Ich würde gerne wissen, was das da links unten ist. Guck mal, hinter diesen Kristallen geht es auch noch weiter. Ist das schon alles? Oder ist das alles, was auf dieser Karte drauf ist? Oder zoomt er noch weiter raus? Ich würde sagen, er zoomt noch weiter raus, kann das sein? Oder nicht? Doch, er zoomt noch weiter raus. Oben kommt noch ein bisschen, noch ein paar Gänge. Aber wer baut denn so ein Königreich, bitte?
Ich sehe schon, das wird eine Menge Arbeit, was wir hier zu leisten haben. Mit dem ganzen... Wie soll ich sagen? Sachen, die wir noch erkunden müssen. Das links da unten. Und das da rechts da... Ich will unbedingt wissen, was das da rechts ist. Diese komischen leuchtenden Kristallsuppe da. Was das da drüber ist, dieses Graue. Ob das da oben eine vergrabene Burg ist, vielleicht? Links ist auch irgendwie so ein... Das müsste die Bibliothek sein. Da würde ich auch gerne nochmal irgendwie gucken, dass wir da reinkommen. Und was das da ganz links ist. Diese mehreren Fenster und so. Okay, und wo ist die Oberfläche? Oder wird die Oberfläche nicht gezeigt? Zoomt er immer noch weiter rein? Raus meine ich. Die Frage ist, wenn wir jetzt einfach weitergehen, ne? Zoomt er dann immer noch weiter raus? Aber das ist auch mal eine geile Möglichkeit, das darzustellen, dass er nur am Entziffern der Karte ist. Finde ich mega gut gemacht. Ich glaube, ich klebe mir hier mal eben so ein Post-it an den Bildschirm, einfach nur um zu gucken, ob er noch weiter rauszoomt oder nicht. Aber es scheint mir nicht der Fall zu sein. Okay, gehen wir mal weiter. Ich frage mich, was dieser Tag bereithält. Ja, das werden wir auch gleich rausfinden. Zoom. Ach, er geht da oben die Treppe hoch, das wollte ich ja gar nicht. Wir wollten jetzt mal gucken, was das Weiße da links unten ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir da am schnellsten hin? Schnell im Sinne von... Er macht das hier schon. Gehen wir mal da rein. Müssen wir da lang? Also eigentlich ja, ne? Wenn ich noch mal so diese Karte so ein bisschen in Erinnerung habe. Ich hätte mal einen Screenshot machen sollen oder sowas. Die besten Ideen kommen immer zum Schluss. Wenn überhaupt. Aber ich versuche mal jetzt einfach so tief, wie es geht, in diese Höhle reinzugehen. Also das, was da so links unten war. Ich suche nach etwas in diesen Höhlen. Ich bin nur nicht sicher, wonach. Ja, das wüsste ich auch gerne. Wonach sollen wir hier suchen, kleiner Mann? Gehen wir mal nach links. Ich glaube, wenn wir nach rechts gegangen wären, wären wir wieder zurück zu den... Ne, ihr wisst schon. Hier, wie heißt es? Zu unserer Hütte gekommen. Okay, waren wir hier schon? Das kann ich mich nicht erinnern. So, komm, nimm die Kohle. Ist doch einfach nur nach links. Guck mal, da liegt noch ein Musikinstrumental. Hier waren wir definitiv noch nicht.
Das haben wir schon. Oh ne, sind Feuersteine. Schade. Ich dachte, das wäre ein Musikinstrument. Das wäre viel besser gewesen. Dann hat er wenigstens was zum Spielen gehabt. Oh, wir könnten jetzt ein Lagerfeuer in seiner Hütte anmachen. Fragst du, ob er das möchte. Und da steht irgendwas über der Tür. Oder über den Tunnel. Dies sieht aus wie der Eingang zu einem dunklen und einsamen Ort. Genau das, was ich brauche. Okay. Okay, das sieht aus wie so ein Rätselspiel. Drei Türen. Welche werde ich wählen? Nimm doch die erste. Meistens ist die erste immer die beste Wahl. Okay. Eine kleine Treppe. Kohle. Gehen wir da durch. Wir haben ja keine andere Wahl, außer wir gehen zurück. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach rechts. Wo ist da? Was ist das da links? Da liegt irgendwas auf dem Boden. Seht ihr das auch? Und noch mehr Kohle. Aber wir haben ja gesagt, wenn wir so ein Dings haben, nehmen wir mit die rechte Tür. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Ich glaube, damit kann ich nicht falsch liegen. Ich hätte mit diesem Ausgang rechnen sollen. Wieder eine Enttäuschung. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann nehmen wir einfach gleich die nächste Tür, also die Tür B. Ich glaube, das ist B. Also die zweite. Wenn wir mal so von A durchrechnen. Die mittlere. Taps, taps, taps. Gehen wir rein. Es sieht auch so mega gelangweilt aus. Oh, kommt er überhaupt durch? Tatsache. Zum Glück hat er keine hier, ne? Kein Platzangst. Oh cool, das Wasser. Gehen wir mal nach rechts. So, wir haben ja gesagt, wir nehmen mal jede zweite Tür, das heißt erstmal die Kohle. Also die untere. Du musst auch richtig zur Plattform gehen.
laufe jetzt nicht zurück, um diese Kohle zu holen. Mal sehen, was jetzt uns erwartet. Ich höre das Geräusch fließenden Wassers. Okay. Schieben, okay? Schieb mal. Schieben. Ich frage mich, wo das Wasser wohl hinfließt. Frage ich mich auch. Vor allem, haben wir das jetzt ausgelöst? Gehen wir da mal rein. Okay, wir sagen, da brauchen wir eine wie heißt das? Spitzhacke? Ist dann halt so. Nein, oh, der sollte doch die Kohle mitnehmen. Okay, wir haben keine Ahnung, oder? Also laufen wir jetzt die linke Tür mal ab. Ihr merkt schon, das wird eine sehr lange Folge, weil ich denke, da ich ja nur einmal am Tag das irgendwie machen könnte, damit es spannend wird. Damit wir auch in der Zeit vorankommen, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier 16 Folgen oder sowas haben, wo einfach nichts passiert, weil wir einfach nur Zeit totschlagen müssen. Denke ich mir, mache ich mal so einmal am Tag oder einmal die Woche oder irgendwann, wenn ich glaube, dass ein neues Ereignis passieren könnte. Neue Folge. Deswegen mache ich die Folge dann länger. Habt ihr mehr zu gucken, mehr zu staunen und ich mehr zu spielen. Aber was ist das denn hier alles für komische Gänge? Hebt mal auf, wir haben jetzt schon 25 Kohle, ne? Und wo führt das hin? Oh, ist das etwa... Ist das der Raum, den wir gesehen haben? Was ist das? Wo sind wir hier gelandet? Hoffentlich kann er das lesen. Die Inschrift lautet, nur ein Nachversuch, das Ende der Unendlichkeit zu erreichen. Wir sind doch nah, oder? Gucken wir uns das mal an. Die Zeit scheint in dieser Halle still zu stehen. Tatsächlich. Das ist natürlich suboptimal, ne? Das ist, wenn man wahrscheinlich das Spiel pausieren möchte. Aber gut. Das ist eigentlich eine lustige Sache, ne? Okay, jetzt läuft es nämlich weiter. Ob das man das Spiel dadurch... Dass es immer quasi sich da drin ausloggt, hat man keinen Zeitverlust in dem Spiel. Das ist irgendwie cool. Aber auch irgendwie traurig. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück in unsere... Behausung und gucken erstmal, wo das Wasser hinfließt. Weil der Raum müsste ja theoretisch so von der Logik her über unserer Hütte sein, oder? So platztechnisch. Wir müssen ja uns ja eigentlich neben so daneben befinden. Oder liege ich jetzt irgendwie gedanklich falsch? Bin mir jetzt nämlich nicht so sicher. Da waren wir auch noch nicht drin in dem Raum. Ach, wir sind bei der Klippe. Okay. Kann er da runter?
Ach, das geht, ne? Das ist jetzt mir wieder keine Enttäuschung. Okay, den Raum kennen wir. Das heißt, wir müssen nur die mittlere Tür nehmen. Dann diese kleine Treppe hoch. Bloß keine Hektik. Lass dir Zeit. Ja, aber dann sind wir ja eigentlich, wenn wir jetzt nur noch nach rechts gehen und immer nur die letzten Türen des Ganges immer nehmen, dann sind wir ja theoretisch schon wieder bei uns zu Hause. Oder? Sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Ich laufe jetzt einfach nur nach rechts. Weil dann müsste ich ja theoretisch in diesen Raum mit den pinken Fenstern kommen. Und dort ist ja auch dann diese Treppe nach unten wieder zum König. Oder? Oder liege ich jetzt irgendwie falsch? Ja, pinke Fenster. Dann ist ja ganz klar, wo wir sind. Das heißt, wenn wir gerade ausgehen, kommen wir in diesen Raum mit diesen ganz vielen Kronleuchtern. Wir müssen da in den Raum rein. Ich bin gespannt, was das für eine Auswirkung hatte, dass wir diesen Stein da zur Seite geschoben haben. Vor allem diese Reflexion da unten. Finde ich cool. Ich hätte auch gerne diese Kristallasche alle abgebaut und in seinem Haus da irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, dekoriert, eingeflochten, eingearbeitet. So, nehmen wir die Kohle auf. Wir haben so viel Kohle, aber kaum Papier. Die Kohle scheint man hier für ein bisschen mehr zu brauchen als nur fürs Malen. Deswegen schon so ein bisschen verständlich, dass man hier so viel kriegt. Man braucht die ja auch irgendwie, glaube ich, um den den Kamin da anzumachen. Für den Grill braucht man natürlich auch Kohle, das weiß jeder. Aber ich glaube, das ist andere Kohle als das, was hier... Ich will auch gerne einfach mal versuchen, den Typen hier zu wecken, was dann passiert. Ob der einen uns ankackt oder ob das dann einfach instant game over ist. Er lässt sich ja zum Glück Zeit, das ist ja auch ein Vorteil für uns.
Den König aufwecken. Nein, das machen wir später. Wir sind ein, wie sagt man, netter Diener, treuer Diener, irgendwie sowas. Ne. Wir sind nur einsam und allein. Und wir gehen jetzt in unsere Hütte. Das hat gar nichts gebracht. Doch, da, wir haben Wasser. Wir haben jetzt Wasser. Was schreibt man was mit Wasser? Wasser regulieren. Okay, ist auch so zwei verschiedene Dinge immer. Okay. Was haben wir hier? Sanduhr prüfen. Komm, wir lassen ihn nochmal irgendwas Tolles malen. Mal was mit, Guck mal, man kann ja sogar mehrere Farben. Na, wir wollen lustige Bilder haben. Wie wär's denn mit Ewigkeit unten? Komm, mal uns das mal. So, zum krönenden Abschluss dieser Folge. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo da lassen, schaut auch in anderen Let's Plays von mir rein. Ich mach mal eine längere Verabschiedung. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid so glücklich und nicht so einsam wie er hier. Und ich hoffe, ihr könnt auch besser malen als er. Deswegen freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Bis denn.